So, und jetzt kommt noch mal der Stadtpräsident, Robert Kriebe, zu uns. Ja, herzlich willkommen, auch von mir. Einen schönen guten Abend in einem winterlich verschneiten schönen Abend in Ueckermünde am wunderschönen oder im wunderschönen, auf dem wunderschönen Markt in Ueckermünde auf dem Marktplatz mit sehr, sehr wenig Leuten. Scheinbar geht es noch allen zu gut, aber wartet mal ab, was hier noch alles so passiert. Aber wir sind heute für die Kinder da. Oder? Heute kommt noch der Weihnachtsmann. Du bist doch schon alt. Komm mal her, ich komm mal zu dir. Wie heißt denn du? Wie ist denn dein Name? Elisa. Elisa, du kommst aus Ueckermünde? Ja. Und du hast ganz viele Wünsche? Ja. Was wünschst du dir denn vom Weihnachtsmann? Weißt du nicht? Hast du noch einen Zettel? Hast du schon einen Zettel geschrieben? Und was ist da alles drauf? Darfst du nicht sagen. Geheim. Und meinst du, die Wünsche gehen alle in Erfüllung? Ja? Bist du schon in der Schule? Welche Klasse bist du denn? Zweite Klasse, siehst du. Elisa aus Ueckermünde. Wir hätten uns gewünscht, ganz viele Kinder hier zu erwarten. Wir haben ja theoretisch die Kindergärten auch alle angesprochen, beziehungsweise das Organisationsteam. Leider ist das ja irgendwie ein bisschen geplatzt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ganz viel für euch vorbereitet. Der Wünschebaum ist da, Kerstin, das Organisationsteam. Wir haben heute zwei hübsche Trompeter da. Den Kurt Witt und seinen Kollegen, der wird euch dann auch noch mal beim Ummarsch ein bisschen begleiten und ein paar Weihnachtslieder singen. Unser Bürgermeister, Herr Kleve, Jürgen Kleve, hat sogar Zettel vorbereitet. Wir wollen heute auch noch mal ein kleines Weihnachtslied singen. Also im ganzen Zeichen der Kinder. Und was ich, glaube ich, schon mal noch mal sagen sollte, Kerstin, wir werden am 12. Januar hier noch mal versuchen, nicht nur immer so einen Monolog zu führen, sondern wir haben uns Leute eingeladen. Wir wollen einen Dialog führen und dann können wir alle nochmal auch Politiker fragen oder andersrum Leute, die Ohr am Masse haben, sagen wir mal so, dass die sich mal ein Bild machen, wie es uns hier geht, mit welchen Problemen wir hier zu kämpfen haben. Denn scheinbar gibt es in anderen Bundesländern nicht so viele Probleme, in den westlichen Bundesländern beispielsweise, denn die wählen immer noch diesen ganzen Kram und die sind immer noch total begeistert. Das können wir hier, glaube ich, nicht behaupten. Deswegen stehen wir hier. Und auf alle Fälle wünsche ich Ihnen ein wunderschönes, gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise der Familie. Wir sehen uns garantiert im Januar wieder. Wir halten zur Stange. Und dann muss die Presse auch noch mal ein bisschen Gas geben. Da ist alles ein bisschen zu wenig, was da kommt. Und dann wünsche ich euch hiermit den Kindern und den Erwachsenen viel, viel Spaß, viel, viel Freude zum Weihnachtsfest in diesem Jahr und einen guten Rutsch. Und im Januar sehen wir uns wieder. Und jetzt für die Kinder, Kerstin, weiter. Dankeschön an unseren Stadtpräsidenten.